Er wurde von diesem jungen Sportler schon sehnsüchtig erwartet. Die neue A-Klasse von Mercedes-Benz. Julian Börner war der Erste, der in den Genuss kam, im laut Autobild schönsten Auto Deutschlands zu sitzen. Für den FC Energiespieler eine große Anerkennung. Ich freue mich tierisch. Für mich ist das eine große Ehre, als 21-Jähriger die neue A-Klasse fahren zu dürfen. Ich finde es an sich ein super schönes Auto, sehr sportlich, sehr elegant geschnitten. Also ich freue mich tierisch auf das Auto. Wie auch hinten auf dem Nummernschild draufsteht, Pulsschlag. Wo ich das Auto gesehen habe, war es ein richtig großer Pulsschlag. Also leichte Gänsehaut, aber ich freue mich richtig. Sportlich und dynamisch präsentiert sich der A250 in der FCE-Mannschaftsfarbe. Mit einer Leistung von 80 bis 155 Kilowatt und hocheffizienten Emissionswerten schlägt die A-Klasse ein neues Kapitel im Kompaktsegment auf. Wir sind mit diesem Auto von dem bisherigen Konzept des Sandwichbodens abgekommen, haben eine markantere Linienführung, wollen mit dem Auto ein jüngeres Publikum ansprechen, jüngere Generation, um den Drang nach Individualität und Sportlichkeit etwas zu unterstützen. Und dieser Drang wächst beim Promotion-Video vom Mercedes-Benz. Da mag doch gleich jeder einsteigen und losfahren. Und das ist sogar möglich bei der offiziellen Handelseröffnung am kommenden Samstag. Von 9 bis 17 Uhr können in allen Zweitbetrieben von Autohaus Cottbus Probefahrten in der neuen A-Klasse gemacht werden. Den Pulsschlag der neuen Generation miterleben. Mit der A-Klasse von Mercedes-Benz.